dass die einen BDSM in der Nähe des Vanilla Ja. Unicorns aufgemacht hat, einen BDSM-Club aufgemacht hat, oder wir haben genau die Person. Wir sollten uns mit ihm Yo, treffen. Ryan. Jo. Was geht ab? Wo steckst du? Am Hof bei uns. Wir kommen mal gerade rum, ja? Ja, bis gleich. Ich glaub's gleich. Hat schon ein bisschen wehgetan, die Leute jetzt hier wegzuschicken. Ja, sicher. Weil halt wahrscheinlich auch bis auf eine Person die Leute unschuldig sein werden. Sie. Guten Tag. Mahlzeit. Was ist Hallo. das? Das ist Geld. Das ist, ja, Money Jack. What the fuck, Ryan? Nein. Ja. Nee. Wie siehst du Geld aus? steht mir, oder? Zeugen müsste die haben. Wir sind voll Jose, aus wie der Joan, können schwarze wir Scheiß. kurz mit euch irgendwo ungestört reden, bitte? Ja, klar, komm mit. Wir haben Konferenzraum. Hallo Crusader. Den Rest. Hallo Crusader. Hallo Charlie. Hola. Gut, ich trete den Elefanten direkt um. Hau raus. Auch wenn euch das nicht passen wird, aber für uns ist der Gut, das ist 31er genauso im Bereich des Möglichen, dass der aus euren reinkommt, wie dass der aus unseren reinkommt. Das war mir bewusst, dass ihr diesen Standpunkt vertreten würdet. Das Ding ist, die Indizien, dass es irgendwie aus eigenen Reihen kommen muss, sind, glaube ich, eindeutig. Wir haben unseren Laden jetzt komplett umgekrempelt. Wir haben unsere Leute allesamt komplett rausgeschmissen. Das Ding ist, bis das Ganze geklärt ist, müssen wir da irgendwie eine Lösung finden. Denn wenn ich bei den Leuten, denen ich zu 100% vertraue, die seit Ewigkeiten mir zu 1000% loyal gegenüberstehen, wenn ich vor denen stehen muss und denen ins Gesicht sagen muss, ich ziehe es in Betracht, dass es einer von euch war, kann ich die Crusader nicht ausschließen. Und da rede Was? ich nicht von dir, da rede ich nicht von der Joan, euch stelle ich einfach da drüber. Da rede ich auch nicht von Barty und auch nicht von dem Leo. Aber alle anderen, ganz ehrlich, da reicht mein Vertrauen nicht aus. Ich bin soweit, meine Hand für jeden, der eine Kutte trägt, ins Feuer zu legen. Jeder, der diese Kutte trägt, verdient mein 1000%iges Vertrauen. Und ich würde mein Leben darauf verwetten, dass keiner von denen singen würde. Hätte ich von meinen Leuten auch gedacht. Hätten die Zickers vor ein paar Wochen wahrscheinlich auch noch gesagt. Das Ding ist, wir sind in einer Situation, wo irgendjemand singt, augenscheinlich. Ich finde Louis' Ansatz tatsächlich den besten. Ich finde das am besten, dass wenn man sagt, man führt jetzt Einzelgespräche mit denen, also man lädt die einen nach dem anderen ein, jetzt unabhängig voneinander, und sagt denen, pass auf, Dann was zu wir essen für wissen, mich. ja klar, warte, wir wissen, dass du es bist. Du brauchst nicht leugnen, du wirst sterben. Aber jetzt Ja. ist die Zeit, die Wahrheit zu sagen. Dafür bin ich auch. Aber bevor ihr Das das Problem macht. ist halt, unsere Leute waren auch schon bei derartigen Bluffs dabei, ne? Ja, aber nicht einzeln und nicht verängstigt und nicht komplett ohne Informationen. Dann Die müssen wussten wir das immer. es. Und ich würde aber vorher, bevor ihr damit anfangt, ich würde die nicht random nehmen, sondern ich würde an eurer Stelle ein Ranking aufstellen, wer es am ehesten sein kann und wer am wenigsten. Und die dürfen dann auch nicht einfach weggelassen werden, quasi, damit sie den anderen erzählen, so, hey, ich wurde gerade fast erschossen. Also, weißt du, du musst sie so weit separieren, dass keiner die Möglichkeit hat, dem anderen zu erzählen, was passiert ist. Einfach damit jeder die Angst seines Lebens hat. Gibt es jemanden, dem ihr bei euren Leuten zu 100% vertraut, von dem ihr euch sicher seid, er ist es nicht? Jackson war bereit, dass wir ihn einfach töten, wenn wir denken, dass es wirklich gewesen Ja, ist. dann nehmen wir Jackson einfach mit. Dann macht das das noch glaubwürdiger, weißt du? Jackson hat sich vor uns gestellt nach dem Gespräch und meinte, wenn ihr an meiner Loyalität zweifelt, dann bringt mich jetzt zum Steg. Sonst noch jemanden? Jackson und Dennis. Und keiner von denen hätte davon irgendwas. Und Jackson hat quasi den Plan, den wir gemacht haben, eben gerade schon selber durchgezogen. Naja, Joan hat gestern was gesagt, ne? Was? Ich. Gefragt, ob die Fox entfernt mit der Bellenbaum verwandt ist, ne? Und ich sag's dir ganz ehrlich, sie hätte was davon, Aufmerksamkeit. Und genau das hat Amber nämlich gestern auch gesagt. Ja, aber Absolutes das würde ihr Münchhausen-Syndrom. was Aber passt in bringen? dem Moment nicht so wirklich da drauf. Ist eine falsche Herangehensweise, Hat aber. der Bellenbaum gebracht, sich selbst zu verbuddeln? Überhaupt Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Ich rufe Van Bach an, der soll die Leute zum Casino bestellen. Also willst du das jetzt machen? Ja. Okay, ich sag den Leuten Bescheid. Ja. Ich würde euch gerne im Casino sehen, so viele wie Okay. möglich. Okay, alles klar. Bis gleich. Jo, wir machen das jetzt. Also Dann Sitzung schauen wir mal. abbrechen, mit aufs Casino. Aber da solltet Ja. ihr jetzt gucken, dass auch nur die Leute jetzt Warte mit mal dabei eben. sind von eurer Seite aus, damit die anderen das nicht schon wissen, was wir vorhaben. Ich bin immer noch dafür, dass wir in Urlaub fliegen.
Wenn das nichts bringt, dann wird das wohl darauf hinauslaufen. Naja, wir probieren es jetzt mal. Vielleicht haben wir Glück. Wenn nicht, bin ich für Urlaub. Seh, ich auch. Darüber, Frau Fox. Frau Fox, ich nehme an, Sie wissen ganz genau, warum Sie hier sind. Wahrscheinlich, weil ich eingepackt wurde. Also ähnlich. Okay. Ich erzähl's Ihnen aber gerne. Und zwar ist es damals, wie ich eben gerade schon gesagt habe, natürlich eine verdammt merkwürdige Situation gewesen, dass hier ein Quid vom Casino aus von einem dieser zahlreichen Accounts abgesetzt worden ist und niemand gefunden werden konnte, obwohl alles durchsucht worden ist. Wir hatten damals Kontakt mit einem Freund von Ihnen, genau genommen mit einem Ex-Freund von Ihnen, mit Herrn El Cantino. Und Herr El Cantino hat uns gegenüber damals was gesagt, was wir nicht für bare Münze genommen haben, weil wir Ihren Ex-Freund für einen Spasti gehalten haben. Aber Herr El Cantino hat uns damals gesagt, dass Sie ein starkes Aufmerksamkeitsproblem haben. Gehen wir das Ganze doch also einmal zeitlich durch. Wir packen uns Herrn El Cantino, der uns erzählt, dass eigentlich alles, was Sie erzählen, grundsätzlicher Schwachsinn ist. Dadurch, dass Sie allerdings eine von uns sind, haben wir natürlich Ihnen geglaubt und nicht Herrn El Cantino und haben Herrn El Cantino den Arsch aufgerissen. Das Ganze fing dann irgendwann an, oder in der Zwischenzeit, das zieht sich bei Ihnen ja wie ein roter Faden durchs Leben, haben Sie 74.000 Unfälle, eigentlich jeden Tag einen, sind im Krankenhaus, sind am Humpeln, um Sie muss sich regelmäßig und immer gekümmert werden. Als wenn das nicht genug wäre, haben Sie irgendwann tatsächlich einen, der Ihnen irgendwie aus welchem Grund auch immer nach dem Leben trachtet, nämlich ein OL-Account erwischt, bei dem sich dann rausstellt, dass es sich dabei um den Hampelmann handelt, den wir am Ende im Meer versenkt haben. Naja, das ganze Thema war dann aber ja nicht zu Ende, ne? Sondern es kamen dann neue Accounts und so weiter. Und das Merkwürdige ist, Frau Fox, dass diese Information, dass wir diesen Typ im Meer versenkt haben und umgebracht haben, haben wir ausschließlich mit Ihnen geteilt. Also mit Ihnen meine ich Sie und den anderen Jungs vom Casino. Niemand anders auf dieser gottverfickten Insel wusste auch nur ein einziges Wort davon. Und die ganze Zeit rätseln wir rum, seit Tagen, stundenlang am Tag rätseln wir rum, warum kann sich das Ganze zutragen? Was kann der Grund für das Ganze sein? Und wir kommen auf keinen grünen Zweig, weil es de facto keinen Grund gibt. Außer, alles scheint auf einmal irgendwie einen großen Sinn zu machen. Damals, vor einem halben Jahr, erzählt der Ex-Freund uns schon von dem Aufmerksamkeitsproblem. Immer wieder Verletzungen, immer wieder muss man sich drum kümmern. Immer wieder ist irgendwas, auf einmal einen Gedächtnisverlust. Man bringt sie zur Polizei, zu den Medizinern, zeigt ihnen alles. Frau Fox ist die Einzige, die ganze Zeit betüdelt werden muss. Und auch die komischerweise nur dann entführt wird, wenn kein anderer dabei ist. Naja, sie sind gestern nicht da gewesen, heute sind sie da und komischerweise ist auf einmal der Twitter-Account gelöscht. Der wurde aber gelöscht, bevor ich aus dem Haus kam. Ah, und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, weil ich mir dachte, dass Sie derartige Geschichten erzählen, Frau Fox. Hören Sie mir zu. Darf ich bitte ganz kurz, Patas? Ja. Sag mal, bist du bereit, mit offenen Karten zu spielen? Wärst du bereit, uns dein Quablet zu zeigen? Ja. Zeig uns dein Online-Banking vom Bereich 25. bis, ich glaube, vorgestern wurde der angelegt, 26. Gibt es da eine Abbuchung von wegen Twitter-Konto erstellt? Ich habe das nämlich gerade mal testweise gemacht. Denn witzigerweise, Frau Fox, erzähle ich Ihnen noch ganz kurz was dabei. Wir haben gerade nicht das beste Standing zur Polizei und zum FIB, ja? Aber sehr viel Geld öffnet sehr viele Türen. Wir haben mal angefragt, so auf Kontaktebasis, ob das nicht möglich wäre, für das FIB herauszufinden, ob Twitter-Accounts reellen Personen zuzuordnen sind, weil diese ja auch bezahlt werden müssen. Und jetzt raten Sie mal, welcher Name rausgekommen ist. Bei dem gelöschten Account @Rache, Frau Fox. Ich habe keine Ahnung. Gucken Sie mal auf Ihren Personalausweis. Nämlich genau der Name. Komisch. Ich gebe Ihnen zwei Möglichkeiten. Entweder Sie erzählen uns, warum, oder ich schieße sie vom Casino-Dach.
Warum vom Casinodach? Weil unten alle anderen stehen und mit ansehen sollen, was mit derartigen Leuten, die zu derartigen Schritten greifen, passiert. Ihre Leiche soll nämlich vor denen ihrer Augen runterfallen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Na dann, stellen Sie sich darüber. Obendrauf. Ich habe die Wahrheit gesagt, ich habe keine Ahnung. Du weißt, dass er mit dir nicht herunterschießen kann. Nein. Alessio Rossi, Luis, kommt ihr kurz? Das Problem ist, unten die Jungs, die wir definitiv ausschließen können, haben gerade auch eben gefiltert. Die Quitter-Accounts, die irgendwann mal aufgemacht haben, werden denen nicht als Buchung aufgeführt. Nicht mit den Konten, die sie wahrscheinlich gerade nutzen. Ja, das, aber Frau Fox weigert sich gerade, uns einen kompletten Auszug davon zu geben. Okay. Also, wenn ich das mache, in meinem Hauptkonto, Einrichtung Quitter, dann kommen bei mir 4 Abbuchungen, und zwar zu jeweils $1,000. 26.05., 27.05., 28.05. und 28.06.2019. Ja. Info bezüglich der Kosten und Konto. Wenn man im Filtersystem vom Konto, vom Hauptkonto, gibt es die Funktion Einrichtungsgebühr Quitter-Konto. Ja. Das muss ausgewählt sein, dann zeigt er an, wann was erstellt wurde und wann etwas abgebucht wurde. Ja, Wir haben das gerade mit Jay mit Charles getestet. Und da funktioniert alles? Da zeigt er das automatisch an. Ja, alles klar, so wird es mir auch schon. Alles klar, danke. Du kannst das nur, diesen Filter, anwenden bei einem Konto, womit du einen Quitter-Account angelegt hast. Und sie hat mir einen Screenshot geschickt, aber nur einen halben. Da hat sie nicht das komplette Display gescreenshottet. Ha? Und jetzt sagt sie, sie kriegt das anders nicht hin. Sie weigert sich. Dann lässt sie gehen. Wohin gehen? Und bei mir steht sogar noch dabei, welches Konto ich zuletzt aufgemacht habe. Und das war mein Importkonto. Ja, gut. Dann wird es irgendwelche Gründe geben, aufgrund dessen, die uns das nicht zeigt. Das Ding ist, wir kommen so nicht weiter und wir können es ihr nicht beweisen. Wir können sie ja nochmal fragen, weil sie sagte, sie kriegt das nicht hin, wo das Problem jetzt liegt, ob man ihr helfen kann. Und wenn sie halt sich weiter weigert, ja gut, dann soll sie gehen, aber... Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, das ist rein freiwillige Basis, ne? Sie. Gut, Frau Fox, kriegen Sie es hin oder nicht? Ich hab's geschickt. Okay. Sie haben mir den halben Screenshot geschickt, ja, richtig. Ich hätte gerne den ganzen, wie von den anderen beiden auch. Wenn Sie das natürlich nicht möchten, dann sagen Sie das. Ich habe das geschickt, was ich geschickt habe. Gut, einen schönen Abend. Ebenfalls. Also entweder die versucht zu verheimlichen, dass die einen BDSM in der Nähe des Vanilla Unicorns aufgemacht hat, einen BDSM-Club aufgemacht hat, oder wir haben genau die Person. Wir nehmen jetzt mal nicht übel. Die anderen beiden haben es innerhalb von einer halben Minute hinbekommen. See. Darf ich wieder runter oder muss ich noch hier oben bleiben? Na, du kannst runter, Dennis. Alles gut. Okay. Okay. Gut. Ich glaub dir kein Wort damit. Ja. No, und auch dieses Dankeschön und so gerade so trott, dieses Schnippische hier gerade so weggehen, so nach dem Motto: No. No. Die will es uns nicht zeigen. Die versucht uns zu verarschen. Was sollen wir machen in dem Fall? Allein der letzte Satz doch gerade hat schon einiges gesagt. Davon ausgehen, dass sie das ist und ganz weit von ihr fernhalten. Es gibt noch was, was sie jetzt noch mehr verdächtig macht. Was? Was? Und zwar, Rosse hat sie gebeten, ein Foto, ein Screenshot davon zu machen von ihren Konten. Hat sie gemacht. Dann eine zeitliche Begrenzung vom 25. bis 26. hat sie auch vollkommen geschafft. Also hat sie alles gezeigt. Und dann, wo es darauf ging mit Quitter-Einrichtungsgebühr, hat sie nur den unteren Teil von ihrem Screenshot gezeigt, aber nicht den oberen, wo auch Filter und so weiter steht. Also sie hat eine Abbuchung ausgelassen. Mhm. Ja. Also das ist ja das, was ich gerade sagte. Entweder da steht drauf, dass sie es ist, oder da steht drauf, dass sie den BDSM-Club in Los Santos aufgemacht hat. Was sie da verheimlichen will, weiß ich nicht. Fakt ist, wir haben keinen Beweis dafür, dass sie es ist. Ja. No. Deswegen meine ich aber, weil sie sich so verdächtig gemacht hat. Aber willst du sie deswegen jetzt umbringen? No, aber wir könnten vielleicht nochmal auf diesen anderen Level Druck ausüben. Ja, aber... Auf welchem Level denn noch? Guck mal, was wir hier gerade schon gemacht haben. Ich bin auch mit meinen Latte, ich versuche auch nur jede Stor anzugreifen. Mein Fuck machen, was weiß ich denn? Ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll. Wir stehen hier mit 20 Mann. Ryan hat gute Argumente gebracht.
Er hat ihr vorgelogen, dass wir beim FIB waren. Ihr Name wurde genannt. Sie stand auf der Klippe. Was willst du noch machen? Das mit dem Beton und alle dabei, das ist das Gleiche wie hier. Wir hätten sie auch einfach da runterschießen können. Ja, aber bis zu dem Zeitpunkt konnte man auch davon ausgehen, dass wir blöffen. Jetzt gerade stehst du in einer schlechten Position, ja? Irgendjemand eine Idee? Keine Ahnung. Ich bin schon mal sehr erleichtert, dass es wahrscheinlich niemand anderes war. Du kannst es halt nicht hundertprozentig sagen. Wir können es nicht beweisen. Ich habe ihm gerade gesagt, mit den Screenshots, die du bekommen hast. Wir können es leider nicht beweisen, aber ich glaube, das Gefühl haben wir alle, dass sie komplett Scheiße erzählt. Also ich habe die Anweisung an die drei gleichzeitig gegeben, habe denen gesagt, die sollen mir bitte einen kompletten Kontoauszug schicken, nicht nur einzelne Teilbereiche mit Filter und allem drum und dran. Sie hat mir nur einen expliziten geschickt vom 1. Januar diesen Jahres, irgendwie sowas, wo sie ein Twitter-Konto erstellt hat, als ich sie halt gefragt habe, ob sie das bitte komplett machen kann, mit Filter und allem. Ja, nee, kriege ich nicht hin. Ja, ja. Das aber heißt, das irgendwas verheimlicht die, wie gesagt, vielleicht, keine Ahnung, hat die eine Überweisung an Rabe geschickt und im Überweisungszweck steht drin, das war letzte Nacht super geil, als du dich mit deinem, ne, so. Aber dann wäre es doch nicht über dem Filter, den wir ihr gesagt haben. Stimmt auch wieder. Es war ja nur der Twitter-Filter und dann sie macht nur am halben Screenshot, das bedeutet irgendwas auf Twitter, sie will verheimlichen. Und nicht nur irgendwas, sondern einen erstellten Account, etwas anderes sagt der Filter nicht. Ja, nur wir können es auf die Art und Weise nicht beweisen. Im Zweifel steht sogar der sie für einen Tag im Keller. Na, mal gucken, wie sie dann reagiert. Es steht sogar der Quitter-Name dann dabei. Ja, oh, ich also, habe auch ausprobiert. Ja, mir vielleicht versucht sie dann den erstellten Quitter-Account, ich schlafe mit Rabe, zu verheimlichen. Wenn es um dein Leben geht, sagst du dann nicht lieber, dass du mit Rabe geschlafen hast, als dass man dir nach deinem Leben trachtet? Ich habe das mal gecheckt, den Account gibt's nicht. Also, was ist so schlimm daran, mit Rabe zu schlafen? Hast du ihn mal gesehen? Quitter-Account erstellt, oder was? Es wird jetzt folgendermaßen laufen. Ich werde die jetzt rausschmeißen. Die wird sich nie wieder im Casino aufhalten dürfen. Und die wird eine klare Ansage kriegen. Höre ich von irgendwem, irgendwo, auf der Straße, irgendwo auf der verfickten Welt, dass die ein Wort über ihre Zeit des Casinos verliert, werde ich ihren Kopf abschlagen. Ich frage mal, ob die noch unten ist. Kannst du nur hoffen, dass sie ein bisschen... $50 auf die ist abgehauen. Also bei den Ballers ist sie, glaube ich, gerade nicht. Ich habe mit denen telefoniert. Also $100 auf die Cops? Ja. Ist die Fox noch unten? Ja. Interessant. Zusammen. Ich habe bei denen ein ganz mieses Gefühl. Ja, wir kommen mal kurz runter. Okay. Nee, die steht unten. Achso. Du kriegst $50 von mir. Ich finde es halt sehr skurril mit diesem halben Screen. Ich würde sie an die Heizung ketten. Deswegen hat die auch noch so lange gebraucht, weil sie es auf ihrem Quelle wahrscheinlich noch bearbeitet hat. Naja, was willst du machen? Boah, Alter. Watch mal. Frau Fox? Ja. Ich glaube Ihnen kein einziges Wort. Aber ich kann es Ihnen nicht beweisen. Sie sagen, das ist alles nicht so. Alle anderen Leute würden mich anlügen. Das FBI würde mich anlügen. Und so weiter. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich Ihnen nicht einfach in den Kopf schieße. Weil ich Leuten von mir nicht einfach in den Kopf schießen kann. Ich habe Ihnen mein Vertrauen geschenkt. Über eine wahnsinnig lange Zeit. Und Sie hätten für diese ganze Scheiße all Ihre Kollegen ins Messer rennen lassen. Sie hätten den ganzen Laden hier den Bach runtergehen lassen. Sie kriegen das nicht mal hin, einen anständigen Twitter-Screenshot zu machen. Ich weiß nicht genau, was sie für uns verheimlichen wollen. Den Account @ichschlafemitrabe und irgendwelche sexuellen Twitter-Konversationen? Oder die Scheiße, die sie uns seit Monaten auftischen? Keine Ahnung. Aber es ist mir egal. Denn das, was ich ihnen jetzt sage, ist keine Drohung. Sie wissen, wie wir arbeiten. Und sie wissen, dass das gerade eine besondere Situation für sie ist. Ich werde sie töten. Ohne zu zögern, wenn sie irgendeine Sache hier im Casino oder um das Casino oder um uns herum an irgendeine Person erzählen werden. Sei es ihr geliebter MJ oder sonst irgendwen. Erfahre ich durch einen 31er, ein Vögelchen, durch einen Busch, der gerade zugehört hat, dass sie auch nur erzählt haben, wie mein Furz gerochen hat, werde ich sie töten. Dann kommen sie nicht auf die Idee, zu den Cops zu rennen und dort einen Zeugenschutz zu beantragen. Wir wissen den Namen schon vorher, bevor die Cops den überhaupt schon wissen. Es bedarf auch keinen, Frau Fox. Sie werden von uns nichts mehr hören. Und ich hoffe, dass wir von Ihnen nichts mehr hören. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Ebenfalls. Tschüss, Frau Bellenbaum! Alleine, dass die jetzt nicht zu ihrer Verteidigung anzubringen hat, brauche ich nichts zu sagen, oder? Sie.
Ihr habt ja kein bisschen dagegen gesteuert, gar nichts. Kein Nein, ich war das nicht, ich will es euch... Nichts! Möchtest du, dass ich sicherheitshalber meine Hangarounds und Prospects checke trotzdem noch? Ich glaube, dass das an der Stelle nicht mehr nötig sein wird. Aber ich möchte es dir anbieten. Danke, weiß ich zu schätzen, aber es wird nicht nötig sein. Tut mir leid, Jose. Alles gut. Hab dich lieb. Jetzt wird das aber sentimental, ja. Übertreib nicht. Bist du sicher, Alessio, dass wir kein Gespräch mehr mit denen offen hatten? Können wir nicht irgendwie das Date kaufen? Oh, ich glaube, das wird nicht im Bereich des Möglichen liegen. Und dann können wir da schöne Sofas und sowas reinstellen und machen da einfach Rente. Ja, guck mal, machen wir schöne Bonsai-Bäumchen überall hin, die wir gießen können und sowas. Machen wir uns da so ein richtiges Luxus-Apartment raus. Naja, ich habe einen anderen Vorschlag. Wir fahren einfach mal eine Woche in Urlaub und sammeln unsere Köpfe und gehen jetzt in Zukunft mal wieder schlauer vor und machen nicht mehr solche Fehler. Ja, das Ding ist einfach, wenn du nicht mitkriegst, was passiert, kannst du die Situation nicht kontrollieren. Ja, das stimmt schon. Dann kommst du wieder und wirst am Flughafen, kriegst du die 8 an. Ja, sieh, ich würde auch sagen, die nächsten Tage müssen erstmal noch abgewartet werden und gucken, was passiert. Ja. Dann kann man das immer noch mal. Ja. Vielen Dank. Wir sehen uns morgen, Jungs. Jo, see, bis ciao, morgen. Lass euch nicht erwischen. Like